Die Pöhler-Vorschau bei Radio 91.2. Ja, Borussen Bernie, ja, hör mal, was eine Pöhler-Woche. Einmal ACDC mit Hells Bells in der 95. Minute gegen Paraguay 1 und einmal Valium Birkenstock in der Champions League gegen Paella Sevilla. Ja, hier gegen die Weißwurst-Truppe aus München haben wir in der zweiten Halbzeit in der Seile wie Max Schmeling 1936 in New York gegen Joe Louis. Und da kam die Flanke von Schulter Schlotterbeck. Auf wer gibt Olli Kahn? Auf dem Ledersesselrest. Anthony Modest. Endstufe. Entenpelle. Hör mal, der Tempel war lauter als das Motorhead-Konzert 1984 in Cleveland. Ja, und drei Tage später haben wir wieder eine Scherbe im Hof gegen Tortilla Sevilla. Hör mal, die haben Schnapper in der Bude. Der hat eine Ausstrahlung wie eine Winterfelge an der Playa de Palma. Und wir schlagen Standards, wo jede Pucke auf der B1 landet. Alter Lachs. Das geht gar nicht. Hör mal, Free Brain scheint die auch nicht in der Glatze zu haben. Die brauchen einen Sieg und gewinnen 5 Oscars für die schlechteste Schauspieleinlage seit Eis am Stiel, Teil 8. Am Ende können wir echt noch froh sein, dass uns Kantekurbel mit seiner Bruce Lee-Parade so gut wie ins Achtelfinale fischt. Aber das wird für Union Berlin, wird das nicht reichen. Hör mal, die haben zwar ein Etat wie unser Stadionwurstverkauf am Spieltag, aber die flexen alles weg. Casey Hummel sagt, es muss nicht sexy sein, ja, aber mit einem feinen Bio-Baumwollschlüpper, da holen wir da auch nichts. Also hey Jude Bellingham und Co., Löwensenf auf der Mettwurst, 12 Volt Oberschenkel ans Ladegerät und bolst uns wieder Richtung Tabellenführung. Und dann heißt es wieder, nur der BVB, aber nur der BVB.